Weiter geht's mit der Legend of Zelda A Link to the Past. Ich habe vor der Folge herausgefunden, dass das Teil hier Items klauen kann. Unter anderem auch das Schild. Das fand ich ganz erwähnungswert. So, jetzt ist der nächste Dungeon an der Reihe. Fail. Gut, diesmal hat's geklappt. Ich gehe jetzt mal. Ich muss ja noch irgendwie zurück in die Welt kommen. Stimmt hier. Genau, und dann gehe ich hier rein. So, und hier ist der nächste Dungeon. Jetzt muss ich nur noch den genauen Standort lokalisieren. Hier vielleicht? Genau. Und dafür braucht man das Luftmedaillon. Anders geht's nicht. Zack. Und dann wird hier was beschworen. Da, mach inne. So, zur Sicherheit will ich mal den Bogen aus und dann geht's rein. Okay. Geht schon mal gut los. Die nehme ich mal mit. Das ist ein Fall für den Enterhaken. Nächstes Geschoss. Oh shit, was ist das denn jetzt? Schwieriger Gegner, lol. Holy shit. Und das war's dann schon wieder mit dem. Ach, hier muss ich alle besiegen wahrscheinlich. Zack. Easy. So, was geht hier jetzt ab? Hier kann ich wahrscheinlich schon was verschieben, damit ich da lang kann. Ich gehe erstmal hier drüben rein. Lag. Okay. Okay, das war jetzt verschwendete Zeit. Hier muss ich wahrscheinlich noch erst den Hebel umlegen, bevor ich hier Großes machen kann. Aber ich gehe mal hier hoch. Zack, zack, zack. Ja. Die lasse ich mal in Ruhe. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfordert, wo ich jetzt hin soll. Ach, hier brauche ich natürlich einen Schlüssel. Wow. Yay. Ich gehe hier drüben rein lieber. So, ich wähle mir mal den Pfeil aus. Haben die eine Richtung vorgegeben, wo die hinschießen? Ich teste es direkt mal aus. Ne, haben sie nicht. Gut. Beziehungsweise schlecht. Ah, ich verstehe. Das Ding schießt nur, wenn ich schieße.
Gut, hier bin ich fürs Erste erstmal falsch, das ist gut zu wissen. Wobei, da unten sehe ich was. Aber es war nur ein Trick. Zack, ist hier unten noch was? Ja, da brauche ich aber einen Schlüssel. Hier kann ich auch langlaufen, sehe ich gerade. Vielleicht war ich da drüben gar nicht mal so falsch, oder? Ich kann es nicht verschieben, schade. Wäre zu schön gewesen. Ja, ich muss mir erstmal einen groben Überblick schaffen. Hallo. Au. Was schießt hier auf mich? Wo renne ich denn jetzt hin? Schlüssel, nice. Da hätte ich vielleicht sogar schon eine Idee, wo ich hingehen könnte. Vielleicht gehe ich erstmal hier nach rechts und links. Konnte man die Teile irgendwie töten? Diese komischen Augen. Ich hatte letztens ja. Ich habe letztens angefangen, diese Parts zu schneiden. Nee, okay, man kann sie nicht töten. Gut. Und das sah es an einer Stelle so aus, aber anscheinend nicht. Oh Mann, wo renne ich hin? Zack. Naja. Ich gehe mal hier rein. Oh, hier kann ich umlegen. Sehr gut. Und noch ein Schlüssel. Hier oben scheint nichts mehr zu sein. Wobei ich das nicht so genau sagen kann, weil ich immer noch keine Karte habe. Hier ist bestimmt irgendwo ein Schlüssel versteckt. Oder auch nicht. Wie sinnlos war das denn gerade? Hier ist nichts los, außer dass man das verschieben kann. Gut. Wäre das auch geklärt? Ja, wobei das bringt mir schon ziemlich viel eigentlich. Ich gehe trotzdem erstmal hier runter. Schade. Ach, jetzt habe ich den befreit. Na toll. Was soll das? Warum sind das so viele? Das muss ich wohl mal abwarten, danke. Ich habe leider vergessen, was diese Dinger bringen. Mal schauen, wo ich jetzt hingehe. Ich denke, ich gehe mal ganz runter. Wobei, hier geht's auch runter. Ja, manchmal wird's oft abgelenkt. Warte mal, was ist das? Aha. Knapp.
Und die Karte, danke. Danke. Ach, da drüben. Ah, ich kann jetzt einordnen, wo ich bin. Zack, zack. Die Magie wieder ein bisschen auffüllen, kann nicht schaden. Au. Bringt mir das jetzt, dass ich hier hin kann? Ja, bringt mir das jetzt was? Warte, ich kann jetzt da hoch. Egal. Wobei, nee, nicht egal. Ich glaube, da drüben ist das Dungeon-Item und ich habe eh noch nicht den Schlüssel, von daher muss ich da jetzt noch überhaupt nicht hin. Ich glaube, ich gucke erstmal hier drüben. Hier oben könnte man, glaube ich, auch irgendwo einen Schlüssel einsetzen. Kann auch sein, dass ich falsch liege. Ich gucke am besten nach. Ja, da drüben. Geh weg. So, ich habe im Nachhinein bemerkt, dass ich diesen Raum vergessen hatte. Und das ist ein Teleporter nach. In diesem Raum. Interessant. Hier gibt es bestimmt irgendeinen Trick, wie ich da drüben reinkomme. Aber das soll mich jetzt noch nicht interessieren. Oh nein, sind das Buhus? Oh, okay. Das war sehr dämlich. Noch ein Schlüssel, als ob. War es das wert? Nein. Nein, das war es nicht wert. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich habe letztens erst den Part geschnitten, wo ich wegen diesen Bodenplatten richtig verkackt habe. Was mache ich jetzt am besten? Ich schlage nicht, wir sind ganz nette Freunde. Okay, doch nicht. Bestimmt hier oben. Ja, okay, doch nicht. Wait, wait. Ah, Mist. Ich kann da drüben aber noch runter gehen, das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Jo. Kriege ich jetzt vielleicht dieses Sprung-Item? Ich weiß nicht mal, ob es das Sprung-Item überhaupt gibt in diesem Spiel, aber ist ja auf jeden Fall cool. Lol. Die legen die ganze Zeit Bomben, die Bomberman. Okay, jetzt soll ich einen Schlag. Oh shit, Junge, ich guck wieder mal nirgends hin. Ich gehe fast drauf.
Ist schon fast ein bisschen peinlich sogar. Mal, wie habe ich es hier gemacht? Zack. 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 Hey, wo ist es hier? Bring mir rein gar nichts, gut. Ja, das ist auch geklärt. Oh nein, ich muss die beide anzünden. Ich hab's verkackt, Junge. Ich hab's verkackt. Wie setze ich das jetzt zurück? Muss ich mal runter oder wie? Ist der Trick, also der Punkt ist, dass ich oben, was? Dass ich in dem ersten und in dem zweiten Raum anzünden muss. Gut, jetzt kann ich es wieder verschieben. Ihr könnt mir nichts tun. Zack. Am Ende bringt das gar nichts, was ich hier mache. Okay, doch, bringt was. Okay. Hört es auch wieder auf oder eher nicht so? Irgendwas hat sich wahrscheinlich verschoben oder so ähnlich. Oh. Link, ich bin's, der Hasrala. Zünde 4 Fackeln an und der Weg öffnet sich. Danke für den Tipp. Ist mir wieder mal eine große Hilfe, der Hasrala.